Sektempfang, entspannte Gesichter, glückliche Menschen auf dem festlichen Jahresabschluss bei Arminia Bielefeld. Und mittendrin ist natürlich Dennis Mast, Torschütze des Monats November. Ich habe das abends ganz normal mitbekommen über die Internetseite von ARD, wo es ja zuerst gepostet wurde. Und klar, also meine Freundin war gerade nur in der Nähe, also wir haben uns dann zusammen gefreut. Und sie ist ein bisschen wahrscheinlich noch mehr ausgerastet als ich, aber weil sie da auch sehr fanatisch ist. Erst seit Saisonbeginn ist der 22-Jährige in Bielefeld. Er hat sich richtig eingelebt, ist nicht nur sportlich angekommen. Das ist ein super Kerl, das ist ein ganz sympathischer, netter Mensch, der zuvorkommt. Keiner von den frechen Jungs. Kein frecher Junge, sondern ein netter, ein ruhiger. Aber wenn er was sagt, musst du schon ein bisschen aufpassen. Da kann schon mal was Nettes bei rauskommen. Aber nie negativ, sondern immer sehr, sehr positiv. Auch auf dem Platz alles positiv. Sein Tor des Monats war eine absolut perfekte Notlösung. Es war teils Können und teils natürlich auch ein bisschen Glück. Und es hat alles genau in dem Moment perfekt zusammengepasst. Alles hat zusammengepasst, irgendwie. Auch die Beine samt Schusshaltung mehr als ungewöhnlich. Nicht nachstellbar. Normalerweise schwere Adduktorenverletzung, aber in dem Moment super gemacht. Dennis Mast, nach Florian Dick und Fabian Klos, ja der dritte Torschütze des Monats aus Bielefeld in diesem Jahr. Also klare Sache für die Vorgänger, die Medaille zu übergeben. Ja, lieber Dennis, nach dem 2:0-Sieg heute gegen Chemnitz und der Tabellenführung haben wir noch einen Grund zu feiern. Der Flo und ich haben ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für dich mitgebracht. Und wir alle gratulieren dir zum Torschützen des Monats November. Hast dich bei uns eingereiht, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Dennis auch von mir, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Hoffentlich folgen noch ein paar Tore von dir. Die goldene Medaille als Krönung einer aufregenden Hinserie. Mit Arminia Tabellenführer der dritten Liga, noch im DFB-Pokal dabei und jetzt Torschütze des Monats. Mehr geht wirklich nicht. Es wird ihm auch Selbstvertrauen geben. Wer kann schon von sich behaupten, mal das Tor des Monats erzielt zu haben? Da so viel gibt es da nicht. Und vielleicht hat Dennis Mast ja am späteren Abend tatsächlich noch Tango getanzt.